Die Krise bei Volkswagen ist nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich sind rund 60 Prozent der scheinbar gesunden deutschen Unternehmen gar nicht fit für eine Krise. Einiges muss sich ändern, und zwar radikal bei Volkswagener Führung wie auch in deutschen Unternehmen. Die Krise bei Volkswagen war absehbar. Tatsächlich habe ich hier vor neun Jahren bei Focus Online genau darauf hingewiesen, dass die Unternehmensstrukturen bei Volkswagen immer noch zu starr sind. Und tatsächlich brauchen wir in Krisenzeiten flexible Strukturen. Da können wir von selbstlernenden Organismen lernen. Selbstlernende Systeme erfüllen vier Kriterien. Und wenn ein Unternehmen diese vier Kriterien nicht erfüllt, wird es in einer Krise scheitern. Ein Organismus lernt, weil es Dinge um sich herum erkennt, diese Informationen weiterleitet, diese Informationen dann verarbeitet und in Handlung umsetzt. Vier einfache Punkte. Nun, erkennen heißt. Kennzahlen nutzen im Alltag, nicht auf der Konzernebene, sondern in kleinen Abteilungen. Das geschieht schon bei Volkswagen oft nicht. Es sind Kennzahlen vorhanden, die viel zu groß sind, die ein einzelner Mitarbeiter gar nicht beeinflussen kann. Wie habe ich dann überhaupt eine Wirkmacht innerhalb meines Unternehmens und meines Tätigkeitsfelds? Dann muss ich die Erkenntnisse, wenn ich sie denn doch irgendwie gewinne. Weiterleiten. Gerade bei Volkswagen gibt es immer noch so ein Obrigkeitsdenken. Schlechte Informationen, schlechte Nachrichten werden selten weitergeleitet. Und wenn dann viel zu spät, auch Zeit ist ein Faktor. Und dann müssen daraus Handlungen abgeleitet werden. Die Krise bei Volkswagen hat sich in dieser Form schon vor zwei Jahren abgezeichnet. Nur jetzt erst kommt es zum dramatischen Handeln. Das heißt, nicht schnell genug Informationen verarbeitet und abgeleitet. Also Volkswagen ist kein selbstlernendes System. Und daran ist Volkswagen gescheitert, und daran werden noch einige deutsche Unternehmen scheitern.